herzlich willkommen schon zum zweiten Mal jetzt auf ein Ratsch. Heute darf ich Frauenpower live darstellen. Wir haben Gäste 50 plus minus 30 Jahre. Fantastisch. Ich bin die goldene Mitte und ich darf vorstellen, einmal eine grandiose Schauspielerin, die jetzt noch mal mit bisschen über 50 noch mal auf die Bühne geht. Sie hat gespielt mit Harald Junke, mit Hans Moser, glaube ich, mit dem Bleibtreu, mit Menge von Leuten. Und ich freue mich, herzlich zu begrüßen. Oh Gott, da fange ich gleich zum Stottern an, weil sie so toll ist. Monika Dahlberg, herzlich willkommen! Ja, hallo, grüß Gott. Danke für die Einladung. Ja, gerne! Ich dachte mir, kein Mensch kann es aussprechen. Können Sie es noch? Supercalifragilisticexpialidocious. Rückwärts? Supercalifragilisticexpialidocious. Wunderbar. Ist aber eine Weile her. Ich freue mich. Danke, herzlich willkommen. Ganz meinerseits. Gehen wir nach hinten. Jawohl. Ich habe hier so ein kleines, ich habe auch was zum Essen hergerichtet. Darf ich die Tasche abnehmen? Ja. Ah, die hat schon gespickt, gell? Aha. Was ich hier alles habe. Ja. Ja. So, jetzt sitzen Sie bequem. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich habe ja gerade gesagt, Sie haben ja, Frau Dahlberg, eine Wahnsinnskarriere hinter sich. Oh, naja, das nicht so. Ja, doch, das sind jetzt eigentlich so die ganzen Schauspieler, die man, also ich zumindest alle kenne. Harald Junke, Hansi Kraus. Hansi Kraus, ja. Genau. Ach Gott, ich weiß gar nicht die ganzen Namen, aber es waren viele. Paul Hubschmidt, den habe ich besonders gern gemocht. Der war erstens war ein guter Schauspieler, war aber sehr zurückhaltend. Der war so immer so verschlossen. Aber diese Länge, wenn du neben ihm standst, hast nie ein Doppelkinn gemacht. Da war immer schön das Doppelkinn weg, weil der so groß war. Das wäre ja auch gern Doppelkinn weg. Ach, apropos. Da braucht man große Partner, dann geht das. Doppelkinn, was wollen wir denn trinken fürs Doppelkinn? Ich möchte gerne ein alkoholfreies Weißbier. Ich muss ja noch Auto fahren nachher. Genau, dann kriegen wir noch ein alkoholfreies Weißbier, bitte. Und heute ist ja so heiß, da braucht man was für einen Durst. Genau. Der zweite Sommertag. Gestern war es auch schon so schön. Stimmt, genau. Apropos Sommertag. Ich habe ja gehört, Sie haben ja mal in Kreiling gewohnt. Ja. Jetzt muss ich einfach mal fragen, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe. Da gibt es einen Mythos, dass in dem Pool eine Kuh gestanden ist. Stimmt denn das? Bei mir nicht. Ach, Gott sei Dank. Mythos aufgeklärt. War nie eine Kuh. Nein, nie. Nie. Ja. Aber Partys sind schon gefeiert worden. Ja, das war ja ideal. Die Terrasse überdacht mit dem Pool und so weiter. Also das war schon traumhaft. Schon, oder? Ja. Das müssten Sie ja am besten beurteilen. Sie kennen doch den Pool. Ein bisschen kennen Sie den. Ja, genau. Ich habe noch eine Frage. Also, sagen wir mal so. Sie haben ja angefangen. Bitte sehr. Dankeschön. Dankeschön. Sie haben ja angefangen als Opernsängerin. Ja. Ist das richtig? Ja. Sie sind geboren in Pommern? Ja, aber meine Familie hat mit Pommern nichts zu tun. Meine Eltern waren dort in Greifswald am Theater. Mein Vater war Schauspieler und Regisseur. Meine Mutter Opernsängerin, die halt später nach dem Krieg die Gesangsschule aufgemacht hat. Und ich hatte großes Glück, dass sie als meine Mutter auch noch eine sehr gute Pädagogin war. Weil als Gesangsschüler den richtigen Lehrer zu finden, ist Schicksal. Ja. Der kann dich versauen oder eben auch was aufbauen. Und ich hatte Glück. Meine Mutter hat das sehr gut gemacht. Und ich habe dann angefangen mit 17 Jahren mit meiner mit 16 durfte ich anfangen. Und habe dann mit der Gesangsausbildung angefangen und habe parallel aber auch eine Schauspielausbildung gemacht. Und der Zufall ergab es, dass ich also die Papagena in der Zauberflöte singen durfte. Das war 14 Tage vor meinem 18. Geburtstag. Und dann war der Chor, die Bühnengenossenschaft, die haben protestiert, dass ich als Schülerin eine Fachpartie singe. Das wäre nicht möglich, das wäre verboten. Also Nein, weil ich noch Schülerin war und nicht Alter. Abgeschlossen. Ach so. Weil ich noch Schülerin war und keine abgeschlossene Prüfung hatte, waren die also dagegen.
Und heute, wenn ich mir so überlege, war das eigentlich Neid. Aber das gibt es ja immer. Wie so damit oft. Hatte ich sehr viel zu tun. Und dann hatte ich ja parallel die Schauspielausbildung. Und die ist natürlich kürzer als eine Operngesangsausbildung. Und dann hatte der Dramaturg gesagt, ja, also... Entschuldigung, ganz kurz eine Pause, wir trinken mal. Ja, gut. Ja, wenn es zu lang ist, müssen Sie mich stoppen. Nein, deswegen habe ich so eine Klingel da. Normalerweise muss man immer mich stoppen. So, jetzt soll ich aufhören. Nein, um gut, Gottes Willen. Gut, war Probeklingel. Das war Probeklingel. Okay. Also, ich mache es ganz Hau's kurz. Hau es einmal drauf. Damit, na das nee, brauche ich. Dann gehen wir da her. Na, ich komme da schon hin. Aber Probeklingeln, so, wunderbar. Wunderbar, also das können wir jetzt schon. Ja, genau, super. Also nur noch mal ganz schnell, dann hieß es von der Dramaturgie, also ich heiße ja eigentlich Rosemarie Rödelberger und da hieß ich Fräulein Rödelberger. Und wir dürfen das leider nicht, diese Produktion geht noch, aber so und so weiter mit der Genossenschaft. Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung haben, eine Prüfung haben, dann jederzeit. Also dann hatte ich meine Eignungsprüfung Oper, Eignungsprüfung Schauspiel, Schauspielausbildung war fertig, Prüfung war bestanden, abgeschlossen. Und da hatte ich Schauspielunterricht von einer Schauspielerin, die dort im Ensemble engagiert war. Und die hat gesagt, so jetzt gehst du ruf und sagst dem Dramaturgen, dass du eine Prüfung gemacht hast. Sag ich, ja, mache ich. Sag ich, Herr, sowieso Namen weiß ich nicht mehr. Ich wollte Ihnen sagen, Sie sagten, ja, wenn ich eine Prüfung habe, soll ich Ihnen sagen, ich habe jetzt meine Abschlussprüfung fürs Schauspiel. Ach so, ja, nett, gut, danke schön. So, 3 Tage später klingelt das Telefon hier, Betriebsbüro Kieler Stadttheater. Am Sonntag haben Sie um 11 Uhr einen Vorsprechtermin. Ja, gut. So, vor mir war eine, die war schon in Schleswig, schon ein Jahr am Theater. Und denke ich, naja, ich bin ja nun ganz blutige Anfängerin und die hat ja schon 1 oder 2 Jahre Praxis. Die war aber sehr schlecht vorbereitet, die war vor mir dran und die lispelte. Und da sagte der Intendant, liebes Fräulein, wissen Sie, dass Sie einen S-Fehler haben? Da sagte sie, wie stört Sie das? Und die wurde also nach Hause geschickt, dann musste ich warten, aus der Dramaturgie lief die weinend raus, denke ich, na, das war ja wohl nichts. Naja, und dann ging es weiter und es dauerte noch und dann musste ich durch das Zimmer und da hinten saß der Intendant, der auch Regie geführt hatte bei der Zauberflöte, den kannte ich ja also schon. Und da sah ich einen Vertrag, Schauspiel, dann habe ich gelinst. Was steht denn da für eine Summe drin? Da stand 200 und ich wusste, manche hatten nur 180 Mark als Anfängerhonorar im Monat, ja? Und ich, oh, das ist schon mal gut, nicht 180, 200 ist immerhin besser. Und so ging das los und dann war ich aber erst 19 und wir waren ja damals noch nicht volljährig mit 19, erst mit 21. Und dann habe ich gesagt, ja, das darf ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ach Gott, so jung ist sie auch noch. Na gut, also dann ging ich Ding. Dann lief ich über den Rathausplatz und ich spürte hinter mir, dass da die Fenster auf waren vom Betriebsbüro und so. Und habe ich gedacht, habe ich nur so geguckt. Ah, da winkten die mit den Hüten, der ganze Bühnenvorstand. Und habe ich gedacht, winken tue ich jetzt nicht. Ich habe schließlich auch was getan dafür. Also das war mir zu blöde, denen zu winken. Und dann lief ich nach Hause mit einem wedelnden Vertrag in der Hand. Meine Eltern standen am Erkerfenster und hatten die Gardinen auf und warteten schon, wie ich kam und ich winkte. Dann mein Vater verschwand, denke ich, wieso läuft er jetzt weg, wo ich jetzt komme mit dem Vertrag? Nein, er holte eine Flasche Wein aus dem Keller. Damals trank man noch einen Wein nur bei besonderen Gelegenheiten. Und das war dann also das mein erster Vertrag. Das ist übrigens auch eine besondere Gelegenheit. Ja, also ja, Prost. Dank. Das war schon mal in Kürze. In Kürze? Ja. Ich hätte noch 1, 2 Fragen, wenn es ja, die bitte. Zeit noch hergibt. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange Sie das wollen. Also ich halte sofort den Mund. Also, nein, um Gottes Willen. Ich meine, ich wüsste noch einiges. Ich wüsste schon noch einiges. Ja. Ich habe mal eine Frage. Warum hat man Monika Dahlberg als den Namen neu erfunden? Warum denn mit dem ursprünglichen also, Namen? Also, es geht das weiter. Ja ich war dann Monroe. 2 Jahre... Ja wie bei Marilyn Monroe. Die meisten Künstler haben... Udo ja, aber Jürgens Monika hieß Dahl? Doch auch, wie hieß denn der? Der hatte doch auch einen ganz komischen Namen. Ja? Also es ist so, ich war dann 2 Jahre im Schauspiel und bin dann mal eingesprungen, Barbarina Figaros Hochzeit und habe Operetten gemacht und Schauspiel und so weiter, weil ich ja die Schauspielausbildung hatte. Jetzt war ich bei den Agenturen
im Schauspiel registriert. Ich habe aber meine Gesangsausbildung weitergemacht und habe gesagt, ich bleibe so lange in Kiel bei meiner Mutter, bis ich meine Opernabschlussprüfung in Hamburg. In Hamburg waren die ganzen Prüfungen, wenn man privat studiert hat. Und so lange bin ich da geblieben. Ich habe dann mit 20 meine Abschlussprüfung für Oper gemacht. Und dann war ich also für die Schauspielagenten im Register. Und dann wurde ich auch nach Oldenburg in Oldenburg, erster Fachvertrag, verpflichtet. Und naja, habe ich gedacht, ja, gehst du halt ins Schauspiel, was soll ich da machen? Ich konnte das auch nicht ändern zu der Zeit. Und da fuhr ich aber eine Kollegin besuchen, die Christa Berndl war damals in Kiel. Ich weiß nicht, ob man sie kennt, es war ein großer Name in München. Die war an den Kammerspielen und seinerzeit war sie erst in Kiel gewesen mit Rolf Beusen und ging dann nach Nürnberg. Und die besuchte ich in Nürnberg und da sagte die Mutter, du, in München ist eine junge Filmagentin, die will ihre Agentur aufbauen mit Nachwuchs, die aber vom Theater kommen, nicht von der Straße, bloß weil sie hübsch sind, sondern die will sich das aufbauen solide mit Leuten, die das gelernt haben. Und da bin ich rübergefahren von Nürnberg und die sagte, ja, sie hat Interesse, ich sollte Fotos machen und so weiter. Das habe ich dann auch geschickt. Und dann kam zu dem Zeitpunkt, wo ich in Oldenburg antreten sollte, da hatte ich dann schon den Filmvertrag, 3-Jahres-Vertrag. Die haben damals so einen Ausbildungsvertrag gemacht über 3 Jahre und haben garantiert 3 Filme pro Jahr. Apropos und, schön. Ja, das ist aber Theater, my fair lady. Also ja. Apropos, also ganz ehrlich, kommen wir mal hier. Ich habe da mal was ausgekramt. Ja, toll. Also schon auch schön, also möchte ich schon mal sagen. Na gut. Hä? Naja, na okay. Mit Schminke kann man viel machen, ja. Ah, nee. Naja, und jedenfalls, ich fuhr dann nach Oldenburg, hatte einen großen grünen Koffer, einen kleinen grünen Koffer und eine Kiste, die man so verschließen konnte. Da hatte mein Vater mir Konservendosen reingetan und dachte, wenn die erste Gage nicht reicht, dass ich dann nicht verhungern muss. Dieses habe ich alles am Bahnhof in Oldenburg deponiert, weil eigentlich sollte ich nach München weiterfahren, zu Konstantin Filmverleih den Vertrag dabei rennen. Dann bin ich zitternd in das Haus. Die Vorproben sollten schon anfangen und gehe zu dem Intendanten und habe ihn gefragt, wollte ihn fragen, wie das ist. Ich habe diesen Filmvertrag, aber ich hatte im Stillen gehofft, dass er Nein sagt, weil ich viel lieber an dem Theater sein wollte, als zum Film nach München. Und als ich nur stotternd sagte, ja, wissen Sie, ich habe einen Filmvertrag. Film! Leute vom Film, raus! Brauche ich nicht. Bevor ich drin war, war ich schon draußen. Dann zitternd habe ich meine Eltern in Kiel angerufen. Telefon war ja schon eine Sensation da. Also 57 bin ich nach München. Und dann habe ich den nächsten Zug nach München genommen. Und da hatte ich die Adresse von der Christa Berndl, eine Altbauwohnung, Viktor-Scheffel-Straße in München-Schwabing. Da konnte ich das Zimmer mieten, 70 Mark Miete. Ganz kurz, also wir haben ja nicht so viel Zeit, nur mal kurz. Und da musste man dann Monika Dahlberg draus machen. Nein, und dann war ich bei der Agentin. Und ja, Moment, ich das ganz kurz. Und dann also den ersten Film Rosemarie Rödelberger. Dann haben die gesagt, das ist ja entsetzlich, dieser Name, das geht ja nie. Dann denke ich, naja, der ist viel zu lang, viel zu lang. Und dann denke ich, naja, also Rosemarie, das möchte ich nicht weg. Aber Rödelberger, dann habe ich gedacht, verkürzen. Rö und Ger weg, dann blieb Dellberg übrig. Dann habe ich, Dellberg klingt blöd. Dann habe ich ein A draus gemacht, denke ich, Dahlberg, da musst du ein H machen, sonst heißt Dahlberg, das ist auch blöd. Also Rosemarie Dahlberg ging dann mal noch und dann haben gesagt, nee, das geht auch nicht, ist auch noch zu lang. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt bin ich aber wirklich am Ende. Ich bin froh, dass mir Dahlberg eingefallen ist, dass die das akzeptieren. Mit meinem Vornamen, da komme ich gar nicht klar. Rosi Dahlberg wollten sie auch nicht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt sollen die suchen und machen. Ich habe jetzt alles, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Und dann bin ich eines Tages wieder bei meiner Agentin und sage, ja, Konstantin Film. Ja, das klingt gut, ja. Sag ich, wie soll ich jetzt heißen? Monika. Sind die jetzt zufrieden? Ja, danke, dann war das erledigt. Also den Nachnamen haben Sie kreiert, den Vornamen die anderen. Ja, und dann waren die endlich.
Das war eine Belastung, immer über Namen nachzudenken. Das ist gar nicht so einfach. Das muss einem ja auch noch gefallen. Ne? Ja, und dann der war Idealfall. Ich rot, dann fanden die das gut und damit war das beendet. Okay, so. Da trinken wir jetzt auf. Jetzt wissen wir das auch. Ja. Ja, weiß nicht, ob das schon jeder weiß, wie es zu dem Namen kam. April ist für Sie ja auch ein ganz wichtiger Monat. Ja, da bin ich schon mitgekriegt. Sie sind da geboren. Da bin ich geboren. Sie hatten ihren ersten Auftritt. Ja, im April? Wie gesagt, das 17. April, war mein Bühnendebüt war genau 17. April 1954. Genau. Und am 30. April wurde ich 18. Und jetzt, nachdem ich in Garmisch... Ist auch wieder der April. Ist auch wieder April. Genau. Das war jetzt die Premiere der 20. April, genau 65 Jahre später. Genau. Das ist doch ein Applaus wert. Das ist Wahnsinn. Ein lustiger Zufall, ja. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, ich habe da ein bisschen gekruscht natürlich im Internet. Ach, Internet macht's möglich. Das ist, darf ich mal, was ist das? Waren Sie in der Berliner Zeitung? Ja, Titelblatt? Das war Fernsehen. Es muss nicht immer Schlager sein, hieß das. Und da wurde groß debattiert wegen des Dekolletés. Dachte ich mir fast. Das war schon fast verboten, der Ausschnitt. Und da haben sie eine große Blume drauf, ja. Weil das war nicht zulässig, dieser Ausschnitt. So, jetzt muss man sich mal heute vorstellen. Aber apropos nicht zulässig, Moment, da habe ich ja noch was anderes. Weil es hieß ja damals immer, ich war arm und brauchte das Geld. Ja, was heißt, Moment. Sie sind ja angezogen. Passen Sie mal auf. Das war so, nicht arm, sondern sagen Sie doch nach immer. Diesen, nee, das also habe ich nie gesagt, nee. Aber ich will nur so Brauchte sagen, wenn man freiberuflich tätig ist, kommt nicht immer zu der Zeit. Entweder es kommen Jahre, zwei, oder? Ja, das weiß ich Jahre, jetzt nicht mehr. Könnte sein. Es kommen entweder zwei Angebote auf einmal, du kannst nur eins machen, oder du sitzt zu Hause und wartest, dass das Telefon geht. Und dann war das eine Zeit, wo sehr viele knockert, ja, und dann war man schon froh, wenn man ein Angebot bekam, und dann habe ich nur gesagt, bin ich knockert? Na, ja, dann mache ich. Und deswegen aber, ist das die Krankenschwester. Ja, was dann auf mich zukam, das wusste ich nicht. Ja, habe ich natürlich recherchiert. Ja, und da, aber dann war ich fand es ja ganz toll, dass Sie gesagt haben, nö, mache ich nicht, ich ziehe nicht blank. Nein, ich habe gesagt, bin ich knockert? Na ja, dann mache ich es. Aber das andere knockert waren da, auf die Idee kam ich nicht. Man hat ja nur für sich selber gefragt, gell? Ja, und dann einige Drehtage, Gage war auch in Ordnung. Und dann hinterher dachte ich, ja, kann ich auch nichts mehr hier. Jetzt habe ich nur eine Frage. Und zwar, My Fair Lady ist ja über 1000 Mal auf der Bühne gestanden, oder? Ja. Genau. Ja. Und das My Fair Lady ist ja über ein Mädchen, das eine Umgangssprache spricht. Das ist ein Mädchen aus der Gosse. Oberst Pickering und der Higgins, genau. Die wetten, dass sie aus ihr eine Lady machen. Und das ist doch Idealbesetzung, weil... Das ist ja nach Shaw, Pete Marion, das kennt ja jeder. Sie können ja so viel Dialekte. Ja, das kann ich. Ja, haben Sie mal... Was ist denn Ihr Lieblingsdialekt? Also außer Bayerisch natürlich. Also... Ich wohnte das ist ja prädestiniert. Als ich in Schwabing mein erstes Zimmer gemietet hatte, war das eine große Altbauwohnung und auf der einen Seite wohnte ein ungarisches Ehepaar. Und diese Piroschka war so wunderbar. Und dieser Piroschka, ich habe immer gesprochen mit Piroschka. Dann habe ich ungarische Hochzeit gemacht und ungarische Sängerin hat gemüht, Deutsch sprechen gut. Und dann hat Kurt Wilhelm gesagt, weißt du, bist ungarischer wie die Ungarin. Ich habe das beste Beispiel. Und, in Österreich aufgewachsen, gell? Ja, in Dorfgastein war ich. Das war meine schönste Kindheit während des Krieges in Dorfgastein. Mhm. Das war Paradies. Mein Bruder, ich habe einen 2 Jahre älteren Bruder, den ich leider nicht mehr habe.
Und wir haben uns sehr gut gezankt und sehr gut geliebt. Und war, ja, es ist üblich, es muss so sein. Sonst ist die Liebe nicht so intensiv. Und keinen Bunker gesehen, nicht gehungert, keine Bomben fallen sehen. Es war paradiesisch und der Krieg fing für uns erst an, wie er vorbei war in Kiel. Hunger, meine Eltern, keine Existenz und so. Das war hart. Aber ich möchte auch diese Zeit nicht missen, weil sie auch so... wir ja noch eigentlich Kinder waren, nicht? Mit 9 Jahren kam ich zurück. War aber ein Zusammenhalt in der Familie. Mein Vater ging irgendwelche Brennstoffsparapparate verkaufen und ich wünschte ihm alles Gute, dass er am Abend ein bisschen was verkauft hatte. Und es war also, das war ein unheimlicher Zusammenhalt und den möchte ich nicht missen. Und ich glaube, das ist auch eine Basis, dass man mit Erfolg und auch gut verdient hat, nicht Spinnen anfängt, dass man auf dem Boden bleibt. Sagen Sie mir. Das ist ein ganz gutes Fundament. So. Zum Abschluss möchte ich unbedingt noch mehr wissen zu Garmisch. Diese kleine Kunstbühne. Also darf ich das Alter denn sagen, aber das stand ja schon in der Zeitung. Ich liebe es. Ja, ich auch. Ich liebe es auch wenn ich 2 Jahre jünger bin. Ja, naja, oder gut. 3. So in der Richtung. Mein Gott, das ist doch kein Geheimnis. Nein. Ich bin Jahrgang 36. Für alle, die nicht rechnen können, ich glaube so 83. Ja, das könnte hinhauen. Ja. Prost, da trinken wir jetzt mal drauf. Habt ihr alle was zum Trinken? Da trinken wir doch jetzt mal auf 83. Ja. Die kommt übrigens gerade vom Sport. Wollte ich auch noch mal gesagt haben. Ist aber nicht mehr so viel. Ich habe vor, als ich noch in Tölz wohnte, habe ich 2x in der Woche Nordic Walking gemacht mit dem Turnverein. Ja, super. Da war ich allerdings immer die Letzte, aber ich war auch die Älteste. Also noch mal ganz kurz für Garmisch. Kleine Bühne, wollen Sie also abreißen? Erzählen Sie mal. Also, es ist so. Ja. Rolf Kusig ist ein Kollege, den ich schon lange kenne, mit dem ich in München im Bayerischen Hof gespielt habe, in der Kleinen Freiheit, die es leider nicht mehr gibt. Das war neben dem Roma. Das Roma gibt es auch nicht mehr. Ja, kenne ich auch noch. Ja? Ja, kenne ich auch gibt's noch. Ja, alles nicht mehr. Na, gibt's alles und nicht mehr. Dann, in Bayerisch. Wollen wir in Bayerisch? Einfach in Bayerisch weiterhin? Ja, kann ich. Super. Also, der Kusig lebt in München. Und wir haben immer Kontakt gehabt und dann hat er gesagt, du, ich spiele in Garmisch, komm doch in die Premiere. Sage ich, ja, was spielst du denn? Ja, Windbeutel zum Hochzeitstag. Das haben wir miteinander gespielt in der Kleinen Freiheit. Und sage ich, ja, das schau ich mir an. Und dann habe ich noch ein Stück von ihm gesehen, Kerle im Herbst. Und da muss ich sagen, dieses Theater ist so zauberhaft. 120 Plätze, weinrot bezogen, so richtig Altbayerisch, na bayerisch nicht, es waren Old andere Style. Theater. Old Style, ja. So wie unser Olds Kino in Dates. Ja, ja, genau. Das Kino von uns in Dates? Und da muss ich sagen, das ist in reiner privater Hand und die kämpfen natürlich ums Überleben. Aber was die mit ihren wenigen Mitteln dort auf die Bühne bringen, ist erstaunlich. Und dann, wie ich das gesehen habe, habe ich gesagt, du, da darf ich auch gerne mal spielen. Und du kannst dem Direktor sagen, er muss keine Angst haben, dass er mich zahlen muss. Ich bin in Rente, ich muss das nicht mehr, ich mache das für Gaudi. Ich mache das da auch zur Gaudi. Ja, genau. Das braucht man, gell? Okay. Ja, genau, ein bisschen Spaß. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ist gut, das ist ein Norddeutscher. Ist gut, Monika, ich such uns ein Stück. Und dann hat er ein Stück gefunden, das war so grauenhaft, wo man nur geredet hat, ohne Inhalt, ohne dass was passiert. Sag ich dann mal, bist du noch zu retten? Da müsstest du mir 1.000 Euro am Abend zahlen und dann würde ich es noch nicht machen. Außerdem über Homosexualität, das ist so antiquiert, das ist gar nicht aktuell. Das ist alles schon vom Tisch, das ist alles legal. Das interessiert keinen Menschen mehr, da geht keine Kuh rein. Und sagt er, außerdem sag ich, den Text, den kannst du machen mit den anderen, aber ich nicht. So. Und dann, das war eine Ansage, oder? Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Sag ich, du spinnst doch, da geht doch kein Mensch rein. Also gut, dann hat er eines Tages mir eine DVD geschickt von einer Münchner Aufzeichnung, Münchner Premiere, eine Bank in der Sonne. Und die DVD war schön und das Stück entzückend. Zwei alte Männer, es spielt im Altersheim, die befetzen sich. Eine Pointe jagt die andere, also ein zauberhafter Humor. Und da ist eine Frauenrolle drin, also 3-Personen-Stück. Das Stück hat mir gefallen. Da sag ich, du,
das darf ich machen, wenn du magst. So. Dann hat er das den Direktoren, dem Pokorny, gegeben. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie sich entschieden haben und gesagt, ja, sie machen das. Und so ist es zustande gekommen. Und dann war eine große Begeisterung da. Gute Presse, gute Resonanz, Leute amüsieren sich und es läuft jetzt so langsam an. Und das wäre mir ganz lieb, wenn das in der Presse erwähnt würde. Wir kommen alle. Das, ja, das war nett. Wir kommen alle, oder? Das war nett. Es ist so. Dann ist gleich mal ausverkauft da drin. Wir kommen alle. Danke. Es ist so. Ich habe von einigen gehört, die gedacht haben, das sind nur ein paar Vorstellungen im Mai. Es ist aber so, dieses Theater hat ihre Stücke bis zu 4 Jahren auf dem Spielplan. Also ich weiß nicht, ob ich das in 4 Jahren auch noch kann, aber oder ob ich dann noch lebe. So, jedenfalls, solange wir drei Alten leben, wird das, das Stück laufen. Also man kann sagen, es hat Zeit. Aber nicht allzu viel. Die haben doch schon... 3 Jahre. Naja, so lange würde ich jetzt nicht warten, gell? Weil man weiß ja nicht, was kommt. Genau, man weiß ja nie, vielleicht was kommt. Vielleicht kommt der Schlagerl oder sowas, das weiß man erst nicht. Was ganz lang dauert, bis sowas passiert. Und es tut mir furchtbar leid, weil ich kann jetzt stundenlang zuhören. Und in mir sagt nicht einmal reden, obwohl ich wirklich immer... Deswegen habe ich nämlich die Glocke, weil in meiner letzten Sendung wurde mir gesagt, lass einmal die Leute ausreden. Aber... Da kommen wir. Ja, sie nix kommen ja zu nichts bei mir. Ja, genau. Es geht auch anders da. Aber wir müssen leider aufhören, ja, weil wir haben ja nur einen anderen Gast. Oh. Das ist praktisch 50, 30 abwärts. Und also ich darf jetzt mal sagen, auf den freuen wir uns auch gleich. Der kommt nämlich gleich. Frauenpower haben wir ja heute gesagt. Aha. Und die ist ja in die ähnliche Fußstapfe. Aha. Verkehrt rum. Ja, aber verkehrt rum. Also, das ist verkehrt rum. Aber das kläre ich nachher auf. Good. Verkehrt rum. Und wir freuen uns gleich auf eine Gazelle. Ich sage einfach auf eine Gazelle. Ja, das ja. Eine Gazelle kommt sofort. Also, Gazelle war ich nie. Prost. Ja, nicht. Find your peace and
weil Püppchen möchtest du ja nicht, habe ich gehört. Nee, ich habe mir Kanäle ausgesucht. Halt, stopp, Jakob. Ja. Ich finde das immer ganz schrecklich, dass immer nur die Sängerinnen hier gehuldigt werden. Jakob an der Gitarre, ich finde ihn fantastisch. Danke dir. Danke schön. Danke dir, Jakob. So, also, das ist das beste Beispiel für mich, wenn ein Traum zu Ende geht, aus einer ganz schrecklichen Situation, geht eine andere Türe auf und es erschließt sich ein anderer Traum. So ist es so? Absolut. Da kommen wir gleich drauf. Schwuppsdiwupps mal zur Ich habe gerade gefragt, hat sie eine gute Stimme? Ja. Aber sie brauchen fetzige Titel. Ah. Das willst du wissen, ne? Ja. Haben Sie gute Schreiber? Ich schreibe die Songs alle selber. Na gut, aber was Fetziges. Das haben Sie, aber eine schöne Stimme. Sehr gut. Du brauchst jetzt sehr mal viel Material. Linda, magst du dich da raufsetzen oder brauchst du einen Stuhl? Dann setze ich mich nämlich daher. Perfekt. So. Fetzig. Gibt es eigentlich in eurem Genre einen Manager oder sowas? Ja. Das ist ja gerade die Geschichte. Ja, warum sie sich. Das ist genau die Geschichte, warum sie jetzt selbst schreibt. Also, sie war ja, jetzt muss ich mal kurz sagen, Frau Dahlberg, bei Voice of Germany. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie Ach so. Das. Ja, kennen Sie, ja, oder? Das immer habe ich es nicht geschaut. Aber, Die kommt ja ursprünglich. Linda, erzähl mal, wo du kommst. Du bist mit 12 Jahren. Ganz ehrlich, ich bin Mutti. 12 Jahre, da sitzt sie, Mutti, Papi. Oh. Mit 12 Jahren ist sie nach Berlin ganz alleine und hat da Ballett, in die Ballettschule, um da ihren Traum zu verwirklichen. Also, wir hatten ja vorhin geredet, prima Ballerina ist ja sowas. Das ist, ich als Laie, ich dachte immer, prima Ballerina ist so was Normales, was nicht jeder ist. Aber prima Ballerinas gibt es ja nur ganz wenige. Ja, gibt es nur 4, 5 auf der Welt. Auf der Welt, so. Ja. Aber du wolltest natürlich schon ballettmäßig richtig durchstarten. Ja, und bist für deinen Traum mit 12 von zu Hause weg. Absolut. Und das war brutal, oder? Donnerwetter! Oh. Wow, das ist doch ein Applaus wert. Ja, ein kleiner Widder halt, ne? Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann Witter. Muss man das leider manchmal. Ich bin Stier, der geht durch die Wand. Oh. Ja, perfekt, der Stier geht durch die Wand. Du bist vegan, wir haben einen veganen Prosecco. Oh ja, da bin ich sofort dabei. Ein Glas aber nur, sonst stehe ich hier nicht. Oder ein veganes hier nicht Glas Prosecco. Steht da vegan drauf? Ja, da steht aber ganz groß vegan drauf. Aber ich staune, wie man selber Songs schreiben kann. Das hätte ich nie gekonnt. Also mir fällt es eigentlich einfacher, selbst Songs zu schreiben für mich. Ja. Ah ja, aber schauen Sie mal ein bisschen was mit Tempo, so fetzig. Danke für den Tipp. Also. Das kommt immer gut an. Also, dein Traum war Ballett. Ja, absolut. Erzähl mal, was ist passiert? Warum konntest du deinen Traum nicht verwirklichen? Erzähl mal. Ui, ja, das sind auf alle Fälle viele verschiedene Gründe. Also, erster Linie, die meisten Menschen denken halt so, Ballett wäre so, ja, ein bisschen so Wald- und Wiesenballett, ein bisschen rumhopsen und man hat ein Tütüchen an. Das ist das Brutalste, was es gibt. Genau. So ist es, so ist es. Ich habe gehört, man bricht sich sogar die Knochen. Ja, also ich meine, also meine Zehen, wie oft ich die gebrochen habe, will ich eigentlich überhaupt gar nicht wissen. Wie oft ich blutige Füße hatte vom Tanzen, will ich eigentlich auch gar nicht wissen. Ja, Wahnsinn. Aber eigentlich der Grund, weswegen es auf alle Fälle aufgehört hat, waren für mich also verschiedene Gründe. Einmal, dass ich halt für mich schon gesehen habe, dass ich nicht mein komplettes Leben nur in Ballett und Tanzen investieren möchte. Dass ich meine, 5, 6 Stunden am Tag, 6-mal die Woche, ist halt schon ein gewisses Programm. Schule auch noch? Schule auch noch. Abitur? Aber zum Abitur warst du ja wieder in Tölz. Genau, ja. Also ich habe es bis zur 9. Klasse gemacht und habe mich dann halt eben entschieden, dass ich dann... Bitte sehr. Oh, danke schön. Vegan. Dankeschön. Ja, muss. ihr weißt, du ist nicht vegan, es ist nur alkoholfrei. Noch bin ich nicht vegan. Bravo. Kann alles nur werden. Du bist dann übers Ballett... Aus der Langeweile, glaube ich, hast du dir gedacht, ach, nehme ich ein bisschen Musikunterricht?
Ja, es hat eigentlich schon zu der Zeit, wo ich Ballett gemacht habe, angefangen. Also einfach so ein bisschen als Ausgleich habe ich halt nebenbei angefangen, noch Gesangsunterricht zu nehmen. Ja, ich meine, wenn man halt wirklich den ganzen Tag nur in der Schule ist, die ganze Zeit nur mit den gleichen Leuten unterwegs ist, im Internat mit den gleichen Leuten ist. Sie waren da im Internat? Ja. Ah ja, anders wäre das ja nicht gegangen. Mit ja, so. Gut, aber die jetzt... Weil ihre Eltern mussten doch einverstanden sein. Ja, haben wir sie doch mal. Ja. Hat ihr einverstanden? Die waren einverstanden. Ja, absolut. Nee, die haben mich auf alle Fälle mit allem, was irgendwie geht, unterstützt, mit vollem das Herz toll, und voller das Seele. Das ist toll. Bin ich auch von ganzem Herzen sehr dankbar dafür. Das hat mir sehr viele Türen eröffnet. Dankeschön. Ja, ein Danke an die Eltern. Frage, also du bist ja jetzt in die Musik-Ära eingedriftet mit Voice of Germany. Jetzt habe ich mal grundsätzlich meine Frage, was wahrscheinlich kein Menschen hier interessiert, aber nur mich. Da gibt es doch diesen Typen, der mir die große Türe aufmacht. Ja. Da, wo es alle immer total ausgeflippt sind. Ist der wirklich so cool? Nee, der ist wirklich ganz cool. Ich glaube, das ist auch fast einer der einzigen, die da cool ist. Entschuldigung, aber der Ray, der auf dir gekniet ist. Also ich habe ja immer gegoogelt, ich habe gar kein Foto gefunden mit Ray, der nur mit einem Sami. Moment, ich habe, wo muss, darf ich das mal schnell? Darf ich mal schnell ablegen hier? Ich habe dann ein Foto. hier, Voice of Germany. Aber bei dem Team warst du gar nicht. Was hast du bei dem gemacht? Das möchte ich gern mal wissen, warum du mit dem Foto hast. Du warst doch gar nicht mit dem im Team. Nee, das war ganz am Schluss, als dann eben schon alles vorbei war. Ach so. Waren die alle in einem Raum und dann haben wir halt einfach ein Bild zusammen gemacht. Aber ich habe kein Foto gefunden mit Marin. Ja, es war, also... Ist der so geil, wie er ist? Ja, also er ist schon nett, auf alle Fälle. Die Eltern sind dabei. Nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. So, jetzt kommt's noch. Also, wir können eine kurze Unterbrechung machen und die Eltern rausschicken, dann kannst du die auch, dann kannst du antworten. Man hat einfach nicht so viel Zeit mit denen verbracht. Nicht? Also, es war jetzt nicht so, dass wir die uns jetzt großartig da irgendwie... Also hast klar du haben die in gewisser Hinsicht gecoacht, aber man hat jetzt nicht so viel Zeit mit denen verbracht, dass jetzt da großartig Zeit für Bilder war. Hast du da Kontakte geknüpft, die dir jetzt helfen? Würde ich nicht sagen, nee. Nicht? Nee. Das ist eigentlich aber so, ja, das wäre aber eigentlich doch jetzt, genau das. Wie geht das jetzt so eine Karriere weiter oder ja? Wie geht sie überhaupt los? Ja, die Karriere wie geht weiter. Das? Ja, wie kann, geht das? Erzähl's jetzt. Ja, erzähl's. Bitte. Wie geht sie weiter? Du hast gerade ein Lied, das hast du selbst geschrieben. Ja, ist auch schön. Jakob hat es begleitet. Ja. Wir haben das auf... Was ist? Wir müssen rüberrutschen oder was müssen wir machen? Das Weinglas. Mein Gott, ich sollte mir trinken. Ich soll aus dem Bild rauskommen. Wie kann ich das jetzt machen? Ja. Wir werden jetzt gleich hier was ausschneiden. Ja, dann können wir, aber das ja, ist nur das okay. Weinglas gewesen. Also mich interessiert so eine Laufbahn sehr. Ja. Wie davon wollen wir? Es geht ja alles dann irgendwo mit Beziehungen. Ja, das ist halt das Hauptthema. Also Beziehungen sind auf alle Fälle alles. Vitamin B, genau. Am besten A. A, B, C, A. Nein, B, Beziehung. Ach so. Vitamin B ist wichtig. Ich dachte A, B, C und Vitamin A. B ist in den Berufen sehr wichtig. Ja, stimmt. Aber es ist nicht alles. Ja. Also bei mir hat es eigentlich so angefangen, dass ich auf alle Fälle einen Plattenvertrag in München hatte. Ah ja. Und da, hatte ich direkt nach Voice gehabt. Und mir ist dann aber eigentlich... relativ schnell halt klar geworden, dass das nicht so meine Richtung ist, weil der hat damals eben für mich auch noch Songs geschrieben. Ich hatte da jetzt nicht so viel Involvement, dass ich irgendwie jetzt da auch... Aber ich habe da sowas aus dem Internet raus. Hier, guckst du? Japan oder schaut nach Japan aus. Also du bist da schon irgendwie weit gereist im Internet. Ja, oder? Ist japanisch? Sein. Schon, oder? Ja. Schon brutal, oder? Ich habe mich immer erkundigt und übrigens aus der Ballettzeit mein absolutes Lieblingsbild. Nochmal kurz. Aber das ist erst vor ein paar Wochen aufgenommen. Das ist mein absolutes Lieblingsbild. Oh mein Gott, ist das fantastisch. Das auf Bali, da oh mein Gott, mein Lieblingsort. Das sieht man aber ja, auch. Wahnsinn. Dass du. Aber das ist jetzt erst. Dass du nicht einfach nur joggen gehst.
Ja, Wahnsinn. Ich mache auch sehr, sehr viel Yoga. Hammer, oder? Yoga, nee, das ist schon Ballett. Das sieht Wahnsinn, man schon. Wahnsinn. Aber das ging viel besser. Das ist jetzt nach 6 Jahren kein Balletttraining mehr. Noch was ich so zusammen... Aber ich habe noch ein Bild gefunden. Oh, das musst du uns vielleicht erklären. Jetzt ist sie auch schon alt. Ist ja schon alt. Ja, sie ist schon alt. Ne? So, 21. Ach, so ist schon alt. Schon. Ja, das ist ja Wahnsinn. Dieses Foto musst du uns erklären, weil ich habe erst einmal kurz mich koordinieren müssen, was... Sollen wir das einmal kurz vorführen? Führ mal vor. Komm, führ das mal vor, weil da muss man erst mal... Okay. Sich koordinieren. Aber das ist jetzt Yoga. Das ist jetzt Yoga. Das ist also, Wahnsinn. Da muss man erst mal A, B, C machen. Stell einfach davor. Ich möchte mich auch gar nicht in die Nähe stellen, weil ich mache okay, gar nicht dabei also, sein. Man fängt an sozusagen mit dem zweiten Warrior. Ja, zum Nachmachen übrigens nicht empfohlen. Und dann geht man nach vorne, hakt hinten ein. Sonst wird noch hier Gleichgewicht finden. Und dann streckt man das Bein. Oh Gott! Oh. Dass sie sich warm gemacht hat. Ja, ja, genau, stimmt. Die hat eine Stimme warm gemacht. Ja, ich mache jeden Morgen das Yoga. Das muss ich aber jetzt verfolgen. Und du heißt auch als Künstlername Gazelle. Nein. Ja, aber das fände ich gut. Aber heißt schon so. Ja, Gazelle, kannst du bitte das... Ich gebe die Rechte ab. Ja, vor allem, das ist Glas doch originell. So heißt doch sonst keiner. Ja. Aber und das stimmt ja auch. Ja, Frau Monika, Frau Monika Dahlberg, wir haben gerade vorhin festgestellt, dass manche Menschen zu Ihnen Dahlmeier gesagt haben. Ja, wenn Sie Frau Dahlmeier sagen, ja, geborene pro domo. Ich wollte mal nachfragen, das tut mir, also würde das bei Sexreport oder wie das hieß, würde die mitspielen können? Was bitte ist Sexreport? Nee, was war das? Schulmädchen. Schulmädchen. Ja. Ja, also ich meine auf jeden Fall, ja. Die könnte hier mitspielen. Das ist ganz klar. Die könnte mitspielen. Also ich überlege mir jetzt so ein zauberhaftes Geschöpf, so jung und bildschön und tolle Stimme, das? Alles Ballett gemacht. Oder? Ich mag es auch nicht gerne. Ich würde sagen, Hammer, oder? Sie soll auch noch eine Schauspielausbildung machen. Ja? Schon, gell? Ja, auf jeden Fall. Du hast eine Basis für Musik. Eine vegane, wir haben aus dem Publikum eine vegane Schauspielausbildung. Eine vegane Schauspielerin. Also das habe ich noch nie gehört. Essen kann ich mir auch selbst. Das habe ich noch nie gehört, aber das mag ja gut sein. Mag gut sein. Aber also gut. Ich würde sagen, man kann nicht vielseitig genug sein. Das kommt auch inzwischen in Deutschland an. Ja. Meine Vielseitigkeit stand mir im Weg. Wenn ich gesungen habe, haben sie gesagt, na, die ist doch Schauspielerin. Und wenn ich gespielt habe, die singt doch. Also das war immer. Das hat sich aber inzwischen in Deutschland schon ein bisschen gegeben. Also Sie hätten doch eine Musical-Chance, wenn Sie schaut vom Ballett. Tanz. Ballett ist die erste Basis, dann die Stimme ist da, Schauspielunterricht und auf Musicals los. Und sie kann auch gut sprechen, nicht so wie Til Schweiger. Ja, das sind ja der alles Nuschler. Til Schweiger nuschelt ja immer ein bisschen. Nein, der ne? spricht immer so durch die Nase. Das ist ja furchtbar. Wie war das mit Moritz Bleibtreu? Der spricht schon ordentlich, oder? Mit dem habe ich nie doch, ganz einen Film gedreht. Ja, aber da hatte ich ganz wenig zu tun. Den finde ich unerhört sympathisch, weil er kein eitler Fatzke ist. Das ist ein guter mich. Schauspieler und hat nicht diese vordergründige Eitelkeit, die der Stillschweiger. Den mag ich ja gar nicht, tut mir leid. Deswegen nuschelt er auch. Gut, aber Bethchen, du musst eine Musical-Karriere ins Auge fassen. Du bist jung genug. Das ist leider gar nicht meins. Ja, aber Mädchen, wie willst du mit einem Song Karriere machen? Du willst doch Karriere machen, Geld verdienen mit dem Ding. Willst du Geld verdienen damit? Ja, nächste ja, also Frage. Natürlich. Stopp, Frage. Nicht warten, willst du dass Geld ich den großen verdienen? Schlager mache, der dann der Hit des Jahres ist? Das wir sind, ist ja, das wir ist, sind, da ist so wir viel sind Glück überhaupt, und wir sind überhaupt dabei. Nicht mehr dabei. Drück mal da auf die Ding. Wer ich die Schnauze halten soll. Ja, mach mal. So, nochmal. Du machst jetzt deine eigene Musik. So ist es. Weil du die Schnauze voll hast von dem
Plattenfirma, wo du genau, also wie gesagt, dich ein bisschen verarscht haben oder wie war ja, das? Also in München, das ist also ist halt einfach dann nach einer Zeit auseinandergegangen, weil ich halt einfach mir es wichtig war, meine eigene Musik zu machen und da einfach meine eigene Kreativität mit reinzubringen. Und da hatte ich in Köln Platten verteilt, der ging jetzt auch die letzten 2,5 Jahre, wo wir auch ein ganzes Album aufgenommen haben, wo ich unglaublich viel Zeit und alles rein investiert habe. Und dann lief es halt leider Scheiße. Nicht. Ja. Aber passiert, man lernt aus allem und man wird nur stärker. Das ist eine ganz schwere Branche. Das hängt, ja, definitiv. Es begabt musst du sein und dann ist Zufall und Glück sehr viel. Absolut. Ja. Aber man, naja, gut, ich meine, aber hast du denn auch berufliche Ambitionen mit dem? Du willst da Karriere machen. Also für mich ist Musik auf alle Fälle Plan A. Ja, klar. Aber ich meine, ich wünsche dir, dass du einen tollen Song hast, der ein Hit wird, alles. Aber mit Musical, die gehen doch alles in diese Richtung. Und das ist ja alles mit Mikroport und Dings, wie heißt das Zeug, nicht? Ja, aber ich kann mich erinnern, bei der ersten Sendung von DSDS, glaube ich, dieser Klavs oder wie hieß der? Der hat ja damals gewonnen. Ich weiß jetzt, kennt das irgendjemand? Und der ging ja dann, ja, gell? Und der ging ja dann aufgrund dessen, dass er da gewonnen hat, in die Musical-Szene. Und der ist da echt gesetzt jetzt. Der verdient richtig gutes Geld damit. Du hättest jetzt die Ausbildung mit deinem Ballett. Ballett ist ja die Urbasis beim Musical. Ja, du kannst ja alles. Du kannst ja da vom Himmel runterschweben. Aber Musik, ist also aber nicht dein Ding. Musical ist leider echt nicht so meine Magst Richtung. Magst du nicht? Nee. Magst nicht. Ja gut. Sie so mag es einfach Idee. Nicht. Sie mag es nicht. Sie mag es nicht. Sie mag es einfach nicht. Ich liebe es wirklich einfach, meine eigenen Songs zu schreiben. Aber hast du denn andere Berufspläne? Nein. Also ich habe so viele Pläne in meinem Leben, das ist der Wahnsinn, so viele Ideen, aber für mich ist auf alle Fälle Musik auf alle Fälle yeah. Plan A. Also was aber ich studiere auch, also ich bin noch Studentin und alles, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich ja, nur... Weil das ist, ich meine, du kannst so begabt sein, wie bist du. Tolle Stimme, aber das Glück muss kommen, dass du einen super Hit machst. Und das weiß man nicht, das kann manchmal auch so begabt, wie du bist, nicht kommen. Und was dann? Also sie hat ja noch... ihren Fotomodel-Weg. Nee, das ist eigentlich bei Maxim warst du noch mal, oder? Nicht? Maxim, Fotomodel-Wettbewerb oder so irgendwas? Nee. War das? Mal gleich mal gucken, ich habe da noch ein Foto ausgedruckt. Bei Maxim? Ja, Moment. Das ist ja lustig. Ja, nee, wurde leider nicht ausgedruckt. Ich nehme alles zurück, aber da hattest du irgendwie dich beworben fürs Cover? Nee, davon weiß ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe leider mein Handy ausgeschaltet, weil das stört sonst die Frequenzen, sonst hätte er, aber macht nichts. Also nicht, also aber modelmäßig wärst du schon auch bereit. Ja, nee, eigentlich, das war wirklich absolut, in der Hinsicht, dass ich eben in Köln den Plattenvertrag hatte, war sozusagen von denen ein Punkt, dass sie gesagt haben, ich muss sozusagen Instagram voranbringen und muss da gewisse Reichweite und so weiter und so weiter. Hast du auch schon viel Follower? Ja, auf alle Fälle, ja. Passt auf alle Fälle. Instagram. Ja, und heißt das Name ist jetzt Instagram. Gram. Heißt jetzt Gram, nicht Instagram, Gram. Sondern Gram. 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 Ja. Also abgekürzt, ja klar. Ja. Aber geht es ist, halt, schneller. Ist definitiv ja. Nicht ja, und mein was ist, Hauptding. Und also, was ist das da ist notwendig? Was ist da notwendig, dass man so und so viel... Ja, ich meine, es ist sowieso, also ich meine, Instagram funktioniert eh nicht mehr so wie früher. Also ich meine, jetzt geht es sowieso nur noch über Algorithmen, dass man gewisse Zahlen, gewisse Aktivität hat und so weiter. Und es ist jetzt also, ich habe nicht Lust irgendwie Blogger zu werden oder sonst was. Das ist überhaupt nicht mein Ding, da mein ganzes Leben und alles komplett zu verfolgen. Also du hast ja hier freizügige Bilder, was wir ja schon gesehen haben. Das ist ja auf deinem Instagram. Wenn jetzt Playboy kommen würde. Playboy, jetzt geht's los. Das will er nicht. Ja, nee, das ist nicht so. Also ich meine, ich war... Aber Playboy gesagt, macht ja noch, schöne Fotos. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch keinen einzigen Playboy reingeblättert. Ja, Entschuldigung, die haben doch so tolle Artikel. Das sind ja auch Zeitungen für Männer. So tolle das Artikel. Gucken wir uns ja nicht doch, an. Das sind doch so tolle Artikel drin. Ach so, ich habe ja, man noch, schaut der Playboy ich, nur wegen den Artikel an. Playboy habe ich noch nie angeschaut. Also aber wäre das was für dich? Nee, eigentlich, also überhaupt nicht, weil für mich ist halt Freizügigkeit was damit zu tun hat, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt und dass man... sagen wir mal,
man selber ist und nicht, dass irgendwelche Menschen einen als Sexobjekt identifizieren. Und für mich ist halt Playboy natürlich genau, und das ist halt ja. Playboy ist halt da für mich einfach absolut ein Sexobjekt und da, wo es nicht darum geht, dass einfach ein Körper und Menschen einfach was Schönes sind und dass wir einfach ja, dass einfach Körper was Schönes sind in meinen Augen und absolut ein Kunstwerk ist. Und deswegen finde ich, dass Playboy ist halt einfach absolut objektisiert und das finde ich, ist jetzt nicht das, wo ich sage, dass da meine Werte drin sind. Also für mich, ich stehe da absolut dazu, dass es super wichtig ist, natürlich zu sein, in seinem Körper sich wohlzufühlen, dass einfach nicht alles immer so als Objekt gleich gesehen wird, so, oh mein Gott, man sieht, keine Ahnung, die hat kein BH und man sieht die Nippel durch, oh mein Gott. So diesen ganzen Blödsinn, wo man echt denkt, so, es ist viel wichtiger, dass die Menschen wirklich sich in ihrem Körper wohlfühlen und dass man die Menschen wirklich in die Augen schaut und für das sieht, was sie sind und nicht, was der Körper genau darstellt und so, oh, fetter Hintern, Brüste, buja. So, das finde ich, sollte nicht im Mittelpunkt stehen, sondern absolut der Mensch an sich und dass einfach, ja, der Körper ein Kunstwerk ist. Aber dein Kunstwerk in der Stimme, das wurde ja bei Voice of Germany mit 4 Buzzers absolut gehuldigt. Hochbewertet, ja. Alle 4 haben gebuzzert und sie haben ja echt um dich gebuhlt. Ja, wie war das Gefühl, wenn man da vorn steht? Also grundsätzlich ist es ja mal schon wahrscheinlich wahnsinnig Nervosität, wenn du da rausgehst und dann stehst du da und denkst dir, gut, okay, wird das jetzt gut, wird das nicht gut, bassert einer, bassert keiner und dann siehst du, boah, die haben alle 4 gebassert. Und also, die Typen, ja, also ich meine, es war nur die Stefanie und die anderen Typen, gehen voll auf die Knie vor dir. Wie fühlt man sich da? Also ich muss ehrlich sagen, das erste Mal, als ich auf die Bühne gegangen bin, wo es halt mit den Buzzern war, habe ich mit gar nichts gerechnet. Also ich habe die ganze Zeit so als Mantra mir die ganze Zeit gesagt, so egal was kommt, du hast jetzt einfach Spaß und du singst jetzt deinen Song und packst da dein ganzes Herz rein und mal schauen, was draus wird. Und deswegen hatte ich auch wirklich eigentlich bis sie gebuzzert haben, hatte ich meine Augen zu. Und als ich dann meine Augen aufgemacht habe und eigentlich erstmal so wirklich angekommen bin, so, okay, wo stehe ich denn hier? Was ist jetzt? Es ist vorbei. Was geht hier eigentlich gerade ab? Dann, da musste ich eigentlich auch gleich schon, ja, einfach vor Überwältigung eigentlich auch gleich schon anfangen zu weinen, weil ich eben... Ja, die Anspannung ist ja unheimlich, ja. Also ich meine, es klingt immer so lustig, wenn Leute sagen, ja, man hat nicht damit gerechnet, aber ich habe halt in dem Moment, ich habe mir halt keine Erwartungen gesetzt, sondern ich habe mir einfach gesagt, okay, ich habe da jetzt Spaß. Genau das Richtige. Ich habe jetzt einfach nur die Zeit meines Lebens und was daraus wird, schöne Zeit sehen wir einfach. Das ist das Stichwort, keine Erwartung. Ja. Du hast jetzt neue Songs geschrieben, ja. Du hast ein neues Album. Ja, wir arbeiten dran, also ihr arbeitet schon. Aber sie singen mit doch Jakob? Noch was, oder? Ja, die singen gut. Jetzt noch was. Ja. Mit Jakob? Ja, genau. Wo ist Jakob? Jakob, ja, komm her. Jakob, du darfst sie begleiten, ne? Ich, ja, genau. Ist das eigentlich dein Mann immer an deiner Seite? Also musikalisch auf alle Fälle, ja. Hast du noch einen anderen Mann an deiner Seite? Ja, wir haben halt sogar Einjähriges. Der ist sogar da. Ah, heute Einjähriges! Oh. Also, tut mir leid, liebe Gäste, liebe Zuschauer, sie ist schon vergeben. I'm so sorry. Da sitzt er, oder? Ja. Aber nichtsdestotrotz, sie hat 2 Männer und das haben nicht viele, ne? Sie hat 2 Männer. Und Jakob begleitet sie jetzt zum nächsten eigenen Song. Und damit möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken für diese für mich sehr stillschweigende Runde, weil ich habe heute gar nicht viel reden müssen. Ist ja auch mal sehr angenehm. Meine Zuschauer freuen sich, wenn ich nicht so viel spreche. Und ich darf mich noch mal ganz recht herzlich bedanken und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen in Garmisch-Partenkirchen auf der kleinen Bühne bei Monika Dahlberg. Rosemarie eigentlich, ne? Ja. Und da werden wir uns sehen. Ich freue mich riesig. Wir werden alle da sein. Ein großer Applaus für Frau Monika Dahlberg. Und ich freue mich jetzt nochmal
Unsere Gazelle, du hast gehört, ich gebe die Rechte ab. Püppchen wolltest du nicht heißen. Nee, save me. Aber Gazelle ist schon cool, ne? Ja, lässt sich drum streiten. So, meine kleine Gazelle geht jetzt nochmal nach vorne, nimmt ihren veganen Prosecco mit, wo sie überhaupt nicht davon getrunken hat. Doch, ich habe schon ein paar Stückchen. Aber ich kriege immer so rote Wangen von Alkohol. Ja, deswegen trinke ich das nicht. Retuschieren wir alles weg. Wir retuschieren alles weg. Wir haben hier bestes Personal am Start. Wie war Stefanie eigentlich? Die war meiner Meinung nach absolut die coolste. Ja, es war eine Frau. Ja. Frauenpower! Yes! In diesem Sinne darf ich mich jetzt schon recht herzlich verabschieden. Linda, ich wünsche dir alles Gute für deine weitere berufliche Zukunft. Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg. Ja, alles Gute. Und jetzt hören wir ein neues Lied. Brandneu ist noch gar nicht auf dem Markt, hat noch keiner gehört. Ja. Wir sind die Ersten, die es jetzt hier veröffentlichen. Jakob, gib dein Bestes. Ich darf mich verabschieden bei denen. Tschüss, bis nächstes Mal. Love is record breaking.